So, für den Pilzhut nehmen wir in Rot einen Fadenring auf und häkeln 8 feste Maschen da rein. Acht. Ziehen wir zusammen und den Kreis schließen wir mit einer Kettenmasche. So, jetzt kommt die zweite Runde und da verdoppeln wir jede Masche. Das heißt, wir machen aus einer Masche zwei, wir stechen zweimal in eine Masche rein. Also, das ist eine feste Masche. Und in die gleiche Masche wieder rein und noch eine feste Masche häkeln. Jetzt haben wir eine Masche verdoppelt. Das machen wir mit jeder Masche, dann haben wir 16 Maschen am Ende der Runde. Wir häkeln in Spiralrunden weiter. So, jetzt kommt die dritte, vierte und fünfte Runde und die häkeln wir, wie sie sind. Also 16 Maschen abhäkeln. Jetzt kommt die sechste Runde und da verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, wir haben am Ende der Runde 26 Maschen. Eine feste Masche und die nächste verdoppeln. Also zweimal in die Masche rein. Die nächste wieder einfach abhäkeln und dann wieder eine Masche verdoppeln, das heißt wieder zweimal da rein. Dann haben wir jetzt wieder die erste Masche, eine feste Masche, die nächste verdoppeln und so weiter und so weiter. Jetzt kommt die siebte Runde, da verdoppeln wir jede sechste Masche und am Ende der Runde haben wir 28 Maschen. Also erstmal 5 feste Maschen. Und jetzt kommt verdoppeln wir. Jetzt kommen wieder 5 feste Maschen. Und die nächste verdoppeln wir. Und jetzt wieder 5. Und so weiter und so weiter. Jetzt kommt die achte Runde, die häkeln wir einfach ab. Das sind 28 feste Maschen. Jetzt kommt die neunte Runde und da verdoppeln wir jede siebte Masche
Und am Ende der Runde haben wir 32 Maschen. Also jetzt erstmal 6 feste Maschen. 1, 2. Und die nächste verdoppeln wir. Dann wieder 6 feste Maschen. Und die nächste wieder verdoppeln und so weiter bis zum runden Ende. Jetzt kommt die 10. Runde und da verdoppeln wir jede 8. Masche. Am Ende der Runde haben wir 36 Maschen. Also erstmal 7 feste Maschen. Sieben und die nächste verdoppeln. Jetzt wieder 7 feste Maschen und die nächste verdoppeln und die ganze Runde. Jetzt kommt die 11. Runde und da verdoppeln wir jede 4. Masche und am Ende der Runde haben wir 49 Maschen. Also erstmal 3 feste Maschen. 1, 2, 3 und jetzt die nächste verdoppeln wir und wieder 1, 2, 3 feste Maschen und die nächste verdoppeln, jetzt wieder 3 feste und so weiter bis zum runden Ende. Jetzt kommt die 12. Runde und da verdoppeln wir jede 7. Masche. Am Ende der Runde haben wir 56 Maschen. Also erst 6 feste Maschen. Und die nächste verdoppeln. Dann wieder 6 Maschen und so weiter. So, jetzt ist der Pilzkopf fertig. Da schneidet ihr den Faden ab und jetzt machen wir die Punkte auf dem. Könnt ihr noch ein bisschen ziehen. So, da haben wir den Faden da durchgefädelt und einen Knoten gemacht. Jetzt machen wir da noch mehr. Da machen wir einen Knoten. Fädeln den auf der anderen Seite ein. So. Dann machen wir noch mehrere. So, der Faden ist zu kurz. Dann mache ich hier einfach einen neuen gleich. Also jetzt verknote ich die, da mache ich einfach einen Knoten rein. Ich nehme einen neuen Faden und mache die restlichen Punkte drauf. So, wir machen jetzt den Pilzfuß. Und dafür machen wir wieder einen Fadenring. Und in diesem Fadenring häkeln wir 8 feste Maschen. So, 8 feste Maschen.
Die zweite Runde verdoppeln wir jede Masche und am Ende der Runde haben wir 16 Maschen. So, die dritte bis siebte Runde, also häkeln wir einfach diese 16 Maschen ab. Das war die erste Runde, jetzt kommt die zweite. Die folgende achte Runde, da häkeln wir die erste und zweite sowie die zehnte und elfte Masche zusammen. Also die erste und zweite maschen wir zusammen ab. Und jetzt, das war die zweite, jetzt kommt die dritte. Vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Jetzt maschen wir zwei, die zehnte und die elfte zusammen ab. Also wir holen da einen Faden. Bei der nächsten Masche holen wir auch einen Faden. Und dann holen wir noch einen Faden und ziehen durch alle drei Schlaufen durch. Jetzt haben wir zwei zusammen abgemascht. Das war die zehnte und elfte, die haben wir zusammen abgemascht. Jetzt kommt die zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte und sechzehnte. Die Runde ist fertig. Die neunte Runde häkeln wir die 14 Maschen normal ab, als feste Maschen, also 1. Jetzt kommt die 10. Runde und da häkeln wir die 5. und 6. zusammen und die 12. und 13. Also erstmal 4 Maschen, 2, 3, 4. Und die folgenden zwei Maschen zusammenhäkeln. Also da rein und einen Faden durch alle drei Schlaufen ziehen. Jetzt kommt die siebte, achte, neunte, zehnte, elfte feste Masche. Und die folgende 12. und 13. maschen wir zusammen ab. 12., 13. So. Und jetzt noch eine Masche und dann sind das 14, da sind wir rum. Die 11. bis 13. Runde, also die folgenden drei Runden, häkeln wir 12 Maschen ab. Also drei Runden abhäkeln. Jetzt kommt die 14. Runde. Und da häkeln wir die erste und zweite Masche und die 5. und 6. zusammen ab. Also jetzt die erste und zweite zusammen.
dritte Feste, vierte Feste und die nächsten beiden wieder zusammen, also die fünfte und sechste. Siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte. Jetzt ist der Fuß fertig. Jetzt ist zwar der Fuß fertig, aber jetzt kommt noch die Unterkappe des Pilzkopfes dran. Das heißt, jetzt haben wir die 15. Runde und da verdoppeln wir jede Masche. Wir haben 10 Maschen und wir verdoppeln jede Masche, dann haben wir 20. Also wir machen aus einer 2 Maschen. Jede Masche verdoppeln wir. So, jetzt kommt die 16. und 17. Runde. Und da verdoppeln wir jede dritte Masche. Am Ende der Runde haben wir 26 Maschen. 1, 2 Feste und die dritte verdoppeln wir. So, und die 17. Runde genauso. Jede dritte Masche verdoppeln wir. Dann haben wir 33 Maschen am Ende der 17. Runde. So, jetzt kommt die 18. Runde. Da häkeln wir alle Maschen, wie sie kommen. Und die 19. Runde häkeln wir auch jede Masche, wie sie ist, aber in Rot. Also jetzt erstmal weiß eine Runde. Dann stopfen wir den Pilz aus und nähen den zusammen. Also ich kann da schon mal was reinstopfen.